Wie funktioniert es denn nun? Nun, Nervenzellen, die empfangen Informationen von überall her. Zum Beispiel hier, da sitzen Tastkörperchen auf meiner Hand, ganz kleine Sinnesorgane, die für den Tastsinn zuständig sind. Und die liefern, Sie ahnen es schon, Nullen und Einsen. Und die gehen in mein Gehirn. Und da werden sie von hier hierher geliefert, von hier hierher geliefert. Und hier sitzt die Gehirnrinde. Das haben Sie alle schon gesehen. So, wenn man es so anguckt, so könnte ich mein Gehirn in der Hand halten. Da ist oben so ein Gewurstel, so eine Glibbermasse. Und das sind so Furchen und so kleine, ja, so Windungen. Und das ist die Gehirnrinde. Denn Rinde heißt es deswegen, weil wenn ich von außen einen Schnitt mache, dann finde ich Zellen, ganz dicht gepackte Nervenzellen. Aber nur die ersten 5 mm. Darunter sind dann keine Zellen mehr, nur noch ein paar Zellhaufen, wieder noch tiefer. Aber im Wesentlichen sind darunter die Verbindungen, die diese Schicht, diese Rindenschicht mit anderen Rindenschichten verbinden, die an anderen Stellen dieses Gewurstels sitzen. Denn man muss sich das vorstellen, eigentlich ist die Gehirnrinde ein, ja, so wie so ein größeres Taschentuch, so einen halben Meter mal einen halben Meter. Wenn ich das also ausbreiten würde, hätte ich so ein Taschentuch, ein Viertel Quadratmeter groß und ein 5 mm dick. Das ist die Gehirnrinde. Das ist unser Informationsverarbeitungsapparat. Ja, mit dem, das macht uns aus, mit dem schaffen wir. Wie funktioniert das Ding? Nun, abgesehen davon, dass da ganz viele einzelne Bereiche wieder mit anderen Bereichen verbunden sind und damit die Verbindungen nicht so lang werden müssen, hat die Natur das Ganze gebündelt, hat es noch eingefurcht, damit es sozusagen da oben reinpasst. Ja. Und wenn Sie ein Taschentuch da oben reinmachen würden, müssten Sie es auch knäulen. Und das ist letztlich, warum das Gehirn so gefurcht ist. Ja. Und diese flache Schicht Nervenzellen hat einen ganz bestimmten Aufbau und der ist interessanterweise überall praktisch gleich. Nämlich der Aufbau, der funktioniert so, dass eine Nervenzelle mit ihren umliegenden Zellen gut verbunden ist und ganz bestimmte Verbindungen so weiter hat, dass sie die weiter wegliegenden Zellen eher in ihrer Aktivierung unterdrückt, sodass, wenn irgendwo was los ist, ist drumherum auch ein bisschen was los und weiter weg ist eher wenig los. Und dann ist es noch so, dass die Inputphasen, also zum Beispiel die Phase, die von hier die Information schickt, wenn hier eine Berührung ist, da ist jetzt eine Berührung, die geht hier oben ins Gehirn und dann verzweigt sie sich mehrere tausendfach und hat im Prinzip Verbindungen zu vielen tausend Nervenzellen. Ob diese Verbindungen, und das ist jetzt der nächste Punkt, auch funktionieren, das heißt, ob diese, wenn hier ein Impuls kommt, ob der dann auch wirklich zu vielen Nervenzellen geht, das hängt dann davon ab, wie diese Verbindungen sind. Und hier sind wir schon beim nächsten Punkt. Nervenzellen, die sind nicht nur Produzenten von Impulsen und Weiterleiter von Impulsen. Nein, am Ende geht der Impuls ja wohin? Wohin? Zur nächsten Nervenzelle. Und da ist nicht nur ein Impuls, der da ankommt, sondern da kommen Impulse von bis zu 10.000 Nervenzellen an der einen Zelle an. Das heißt, eine Nervenzelle empfängt ganz viele Impulse von ganz vielen Orten. Und diese Kabel, die da an der Nervenzelle andocken, die sind da nicht sozusagen fest miteinander, die sind schon fest miteinander verklebt, aber es ist nicht so, dass der Impuls einfach weiterläuft. Denn es gibt hier Verbindungsstücke. Und den Namen dieser Verbindungsstücke, den haben Sie alle schon gehört, der heißt Synapse. Diese Synapsen, wieder, da wird Neurotransmitter freigesetzt. Das ist ein chemischer Stoff. Und dieser chemische Stoff, der führt am nächsten Neuron wieder zur Erregung und dann entsteht wieder ein elektrischer Impuls. Das heißt, hier kommt ein elektrischer Impuls an und an der Synapse gibt es eine Menge Biochemie und dann geht ein elektrischer Impuls weiter. Oder auch nicht, wenn die Synapse nicht gut funktioniert. Jetzt kann man sich fragen, was soll das? Warum gibt es diesen ganzen chemischen Klatterdatsch an der Synapse? Und wieder, Oberschüler können Ihnen über Rezeptoren, Ionenkanäle und Transmitter alles Mögliche erzählen. Aber die Frage, wofür ist eigentlich so eine Synapse gut? Och, das weiß ich nicht. Kommt zur Antwort. Steht auch oft in den Büchern gar nicht da. Ja, wofür ist denn eine Synapse gut? Ganz einfach. Es ist der Job der Synapse, klar, dass der Impuls weitergeleitet wird. Aber das könnte man auch ohne Synapse erreichen. Da müsste einfach nur das Kabel fest am anderen Neuron dran stecken und dann geht es einfach weiter. Man bräuchte diese ganze Biochemie eigentlich nicht. Warum hat man es dann doch? Ganz einfach. Weil Synapsen nicht nur Impulse weiterleiten, nein,
Synapsen haben eine ganz wichtige Funktion. Die ändern sich. Dauernd. Und zwar einfach dadurch, dass sie gebraucht werden. Synapsen, das sind, wenn Sie so wollen, Produzenten von Gebrauchsspuren. Gebrauchsspuren, das Wort kennen Sie, das kennen Sie von dem Porzellan. Das Gute lassen Sie mal drin im Schrank und nur sonntags holen Sie es mal raus, weil Gebrauchsspuren am Porzellan, das will man eigentlich nicht. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, also mein Gehirn, das benutze ich mal wenig, dann bleibt es schön frisch und wie es halt gestern auch war. Das ist falsch. Ja, warum? Weil das Gehirn ist das Organ zur Produktion von Gebrauchsspuren. Dafür ist das Ding da. Da haben Sie eine Synapse und da läuft ein Impuls drüber. Da verändert die sich unmessbar wenig. Wenn aber immer wieder einer drüber läuft, dann wächst das Ding und wird sichtbar größer. Sie können sich heute vom Netz Filmchen runterladen, schon seit Jahren. Und dann sehen Sie eine Synapse wachsen. Und zwar eine, die gerade gebraucht wird. Und wenn eine nicht gebraucht wird, wird sie auch so langsam immer kleiner, bis sie sogar ganz verschwindet. Und es gibt in unserem Gehirn sogar Prozesse, die räumen Synapsen, die nicht benutzt werden, die räumen die richtig ab. Wie so ein Bulldozer. Wupp, was man nicht braucht, weg damit. Das ist auch die Synapsenzahl in unserem Gehirn. Die nimmt je nach, wo man ist, je nach Bereich, nimmt die schon zum Teil nach dem ersten Lebensjahr wieder ab. In höheren Bereichen später. Das sind Probleme der Gehirnentwicklung, die man noch genauer untersuchen werden. Aber der Punkt ist, die Anzahl der Synapsen alleine ist es nicht. Auch nicht einfach, dass die alle super dick sind. Sie können sagen, ach, wenn wir dicke Synapsen wollen, dann sollen die doch einfach alle wachsen. Na, das wäre ganz schlecht. Warum? Dann würden Sie die Augen aufmachen oder mal viel tasten, es kämen viele Impulse rein und die würden überall ganz schnell in den Kopf hinlaufen. Was hätten Sie? Einen epileptischen Anfall. Sie hätten eine Riesenzuckung und wären bewusstlos. Und was hätten Sie davon? Nix. Deswegen wollen wir das nicht. Wir wollen nicht einfach nur viele starke Synapsen. Nein, was wir wollen, sind differenzierte Synapsen. Beispiel. Wenn ich so mache, dann kommt hier ein ganz bestimmtes Muster von hier oben hin. Und nun ist es wichtig, dass es hier oben Zellen gibt, die sind für den Finger zuständig, Zellen für den und für den. Und wenn ich so mache, dann werden eben bestimmte Synapsen stark zu bestimmten Nervenzellen. Aber wir haben ja vorhin gesehen, in der Nachbarschaft, ein paar Millimeter weit weg, sorgen diese Nervenzellen dafür, dass andere unterdrückt werden. Sodass die anderen Zellen jetzt genau nicht aktiv sind. Zu diesen anderen Nervenzellen haben die hier vielleicht auch Verbindungen, aber die werden unterdrückt, sodass nur ganz bestimmte Nervenzellen durch, wenn ich so mache, hier oben aktiv werden. Gleichzeitig kommt es aber dazu, dass Nervenzellen in der Nachbarschaft, habe ich ja auch gesagt, ein bisschen aktiviert werden, weil wir haben, eine ist aktiv, die Nachbarn werden ein bisschen aktiv und die weiteren Nachbarn werden unterdrückt. Und diesen bisschen voraktivierten, wenn jetzt, naja, der Zeigefinger berührt oft den Daumen, wenn da was vom Daumen kommt, dann werden die leicht voraktivierten, die werden eben dann die Signale vom Daumen leicht, werden leicht dadurch angeschubst. Und wenn Zellen gleichzeitig aktiv sind, nimmt die Verbindung zwischen ihnen zu, weil dadurch Synapsen vor allem wachsen. Impulse laufen drüber, wenn ein Impuls drüber läuft, dann wird das hier aktiv und das ist aktiv, dann sind sie gleichzeitig aktiv. Und wenn Nervenzellen gleichzeitig aktiv sind, nimmt die Verbindung zwischen ihnen zu. Das hat kein anderer als der amerikanische Psychologe William James, und jetzt halten Sie sich fest, im Jahr 1890 schon geschrieben. Da wusste man nicht, dass es Nervenzellen gibt und schon gar nicht, dass es Synapsen gibt. Die hatten noch nicht mal einen Namen, aber man wusste auch noch gar nichts von ihnen. Der Name ist jünger. Der William James hat einfach gesagt, wäre es nicht praktisch, wenn hier im Kopf was los ist und hier, dass dann die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen im Kopf zunimmt. Das ist genial gewesen, weil man wusste sonst fast nichts. Einige Jahre später, nämlich 1949, hat Donald Hebb, kanadischer Neurowissenschaftler, es schon genauer gesagt. Der wusste was von Neuronen und von Synapsen. Der hat ganz klar gesagt, es wäre eigentlich ein super Prinzip, wenn zwei Nervenzellen, die gleichzeitig aktiv sind, in ihrer Verbindung sich verstärken. Denn dann, so könnte das Gehirn Assoziationen herstellen. Nämlich Verbindungen zwischen Dingen, die, stellen Sie sich mal vor, wenn es dunkel ist am Himmel, fängt es hinterher immer an zu regnen. Wie wollen Sie das eigentlich lernen? Na ganz klar, wenn die oben Nervenzellen sind, die eine dunkle Wolke darstellen, also immer dann an sind, wenn eine dunkle Wolke ist, und dann sind hier welche da, die fangen immer an zu feuern, wenn es anfängt zu regnen.
Und dann haben Sie hier die dunkle Wolke und hier haben Sie den Regen und das Feuern der beiden Nervenzellen. Und dann nimmt die Verbindung zu. Und beim nächsten Mal sehen Sie eine dunkle Wolke, ist der Regen schon halber mit aktiviert und Sie sehen, ah, es wird bald regnen. Deswegen ist unser Gehirn so clever, weil es nämlich im Prinzip so funktioniert. Es stellt assoziative Verknüpfungen her zwischen den Dingen, die wir erleben. Aufgrund der Tatsache, dass es sich ändern kann, dass nämlich Erfahrungen, ich meine, mal eine Wolke sehen und mal den Regen, das geht im Hirn ganz schnell. Da sausen die Impulse in Tausendsten von Sekunden von Neuron zu Neuron über Synapsen hinweg. Das geht ganz schnell. Wenn das aber immer wieder passiert, entsteht so eine Art Bodensatz dieser Erfahrungen. Bodensatz, das heißt, es bleibt was hängen. Es bleibt aber nicht Einzelnes hängen, nein, es bleibt der Bodensatz hängen. Und irgendwann haben wir gelernt, eine dunkle Wolke zeigt Regen an. Und genau das können wir in der Zukunft gut brauchen. Dass es am 3. Mai 1958 und am 7. Juli 1969 oder wann auch immer irgendwann mal viel geregnet hat, das nützt uns im Grunde überhaupt nichts. Nein, dass dunkle Wolken Regen anzeigen, das ist sehr praktisch. Und genau deswegen, weil das Abspeichern von regelhaften Zusammenhängen, die in der Vergangenheit so waren, wie sie waren, uns in der Zukunft weiterbringt, weil wir dann eben wissen, wie wir mit der Welt umzugehen haben, weil wir die Welt kennen. Genau deswegen funktionieren Gehirne so, wie sie funktionieren, denn das ist ihre Aufgabe, uns in der Welt weiterzubringen. Gehirne haben eine einzige Aufgabe, Überleben. Und genau deswegen haben wir das Gehirn, das wir haben. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein kleines Kind lernt laufen. So mit 10 Monaten, 12 Monaten fangen die Babys mit dem Laufenlernen an und es ist uns eigentlich gar nicht mehr klar, wie schwierig Laufen ist. Gucken Sie mal Robotern zu, am besten welchen auf zwei Beinen, die versuchen zu laufen. Das ist richtig schwierig. Die meisten Roboter haben deswegen 4, 6 oder 8 Beine, da fällt man nicht so leicht um. Laufenlernen ist richtig kompliziert. Und so ein kleiner Knirps, der kann das auch nicht gleich. Sie haben alle schon mal einem Baby zugeschaut, das zieht sich am Stuhlbein hoch, am Tischbein hoch, am Sofa hoch und plumps wieder hin. Was speichert das Baby ab? Nun, das Babygehirn speichert nicht ab. Oh, gestern bin ich am linken Sofabein auf die rechte Pobacke gefallen. Das genau nicht. Das Babygehirn speichert was ganz anderes ab. Nämlich, jeder einzelne Plumpser dient dem Babygehirn dazu, die Gravitationskonstante abzuschätzen, die Hebelgesetze neu zu erfinden und etwa ein paar Dutzend Muskeln mit Differentialgleichungen höherer Ordnung so anzusteuern, dass die Aktivität gut koordiniert ist und dass da ein Laufen draus wird. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Babys, die ziehen sich hoch und plumpsen hin und das machen die wochenlang und machen es immer weiter. Und nebenbei, wenn Sie wissen wollen, was Frustrationstoleranz ist, gucken Sie mal so ein Baby beim Laufenlernen zu. Da muss keiner dahinter stehen, du lernst mir jetzt laufen. Nein, das macht das Baby einfach so, immer wieder. Und wochenlang klappt es nicht. Und trotzdem macht das Baby immer weiter. Das ist schon spannend, dass das überhaupt funktioniert. Und es funktioniert. Und wer tippt denn da ins Babygehirn die Verhaltensprogramme zum Laufen, die Gravitationskonstante, Hebelgesetze und Differentialgleichungen ein? Keiner. Das macht das Babyhirn selbst. Und wie macht es das? Indem es jeden einzelnen Plumpser dazu benutzt, besser abzuschätzen, wie man oben bleibt. Laufen lernt man von Fall zu Fall, so wie Skifahren auch. Und das ist ganz einfach. Anhand jedes einzelnen Falls wird nicht der einzelne Fall gelernt, sondern das Allgemeine dahinter. Und das ist der Punkt am Lernen durch ein Gehirn. Die schlechte Nachricht. Ihr Gehirn ist zum Abspeichern von Einzelheiten überhaupt nicht gebaut. Die gute, Ihr Gehirn, kann es besser. Ihr Gehirn ist kein Videorekorder, keine Festplatte, kein Kassettenrekorder. Nein, Ihr Gehirn ist besser. Ihr Gehirn ist ein Regelgenerator, dem man die Regeln nicht einprogrammieren muss, der die Regel selbst konstruiert anhand von Beispielen, die die Regel sozusagen jeweils im Einzelfall exemplifizieren. Und beim Laufen, das ist eben ein schönes Beispiel, beim Laufen funktioniert das wunderbar. Jetzt werden Sie sagen, naja, Laufen ist ein Spezialfall und wenn wir dann ein Jahr alt sind, können wir es ja auch alle. Und dann wird ja halt richtig was gelernt. Was macht ein Baby noch so? Naja, lernt sprechen. Wann fängt es denn damit an? Im Grunde genommen schon im Mutterleib. Warum? Weil der Hörsinn im Mutterleib schon funktioniert.
Das wusste man vor 100 Jahren noch nicht. Vor 100 Jahren dachte man, na, das Baby schwimmt doch im Wasser und das kann doch gar nicht funktionieren mit dem Hören. Deswegen war es eine richtig interessante Sensation, als dann ein deutscher Wissenschaftler im Jahr 1925 die erste Arbeit publizierte, wo er herausgefunden hat, dass Babys hören. Und Wissenschaft vor, naja, 80, 90 Jahren, die war halt schon noch ein bisschen anders als heute. Der Kollege, der hat es einfach gehabt. Der hatte nämlich eine Frau, die lag in der Badewanne und war schwanger. So eine richtige schöne Metallbadewanne. Und dann flog ein Besen an die Wanne und es tat einen richtigen Schlag. Und der Kleine im Bauch hat sich beschwert, dass es so laut ist. Und genau das hat die junge Frau ihrem Mann erzählt. Und der sagte, Potzblitz, das kann doch gar nicht sein. Babys im Mutterleib sind doch taub. Und da sagte die Frau, von wegen. Der hat ganz genau gehört, was da los war, sonst hätte er sich nicht so beschwert bei dem Krach. Das hat der Mann aufgeschrieben, publiziert. Und damit war klar, Babys hören schon im Mutterleib. Ein paar Jahre später hat ein Ami sowas Ähnliches aufgeschrieben, Anfang der 30er Jahre publiziert. Die waren im Theater, hinterher gab es brodelnden Applaus und seine schwangere Frau hat sich beschwert, weil sich der Kleine in ihrem Bauch beschwert hat. Und das wurde auch publiziert auf Englisch und damit wusste auch die internationale Fachwelt, Babys im Bauch hören. Warum rede ich drüber? Weil wir heute wissen, dass Babys im Bauch tatsächlich hören, dass sie sich sogar das Gehörte merken können. Gibt es eine schöne Studie. Man hat einfach Frauen gefragt in Amerika, sagt mal, guckt ihr viel fern? Und da gucken natürlich viele Frauen viel fern. Und gab es eine bestimmte Sendung, die lief dauernd. Und die hatte eine Erkennungsmelodie. Und dann hat man den Frauen per Schallkopf, per Lautsprecher auf dem Bauch, die Erkennungsmelodie dieser Sendung vorgespielt. Und dann hat man einen Ultraschall gemacht und dann gab es Frauen, nämlich die, die gesagt haben, ja, ich gucke die immer und dann lege ich mich in den Sessel und entspanne mich und gucke diese Fernsehsendung. Und diese Frauen, bei denen hat man gefunden, dass sobald die Erkennungsmelodie war, hat der Kleine angefangen zu strampeln. Warum? Er wusste, die Mama macht jetzt nichts, jetzt bin ich mal dran und darf mich bewegen. Die Frauen, die Erkennungsmelodie und die Sendung eben nicht gehört und gesehen haben, bei denen war das nicht so. Der Ultraschall, den man machte, um die Babys zu beobachten, der zeigte, dass die nicht gleich anfangen zu strampeln und zu machen und zu tun, wenn die Erkennungsmelodie kam. Und was auch noch interessant war, nach der Geburt konnte man die Melodie vorspielen und die Babys, die Melodie schon kannten, waren dann beruhigter. Warum? Sie kannten das ja schon, das war ein Beruhigungsfaktor und ja, die anderen Babys waren durch die Melodie nicht so zu beruhigen. Also, erstens, Babys merken sich Akustisches im Mutterleib schon und zweitens können sich nach der Geburt auch daran erinnern. Nicht explizit, wie man so sagt, aber implizit. Das heißt, es hat einen Verhaltenseffekt, was da passiert. Nun, bald nach der Geburt kann natürlich das Baby so richtig hören. Und dann hört es ja auch so richtig schön. Im Mutterleib hört sich das alles nicht so schön an. Also, meine Stimme hört sich im Mutterleib an. Das heißt, die Bauchdecken wirken als sogenannter Tiefpassfilter, so heißt das physikalisch. Die lassen also nur tiefe Frequenzen durch und deswegen hört sich der Schall nicht so toll an. Eine Ausnahme, was die Mutter spricht. Schall wird nämlich nicht nur bei der Mutter zum Mund raus und über die Bauchdecken wieder rein zum Kind geleitet. Nein, die Knochen leiten Schall auch. Naja, und da gibt es ja eine Verbindung vom Gaumen, also vom Mund, von der Schallproduktion über die Wirbelsäule bis hin zum Becken. Stellen Sie mal die Beckenschaufeln vor, das sind ja richtig große Knochen, ja. Und Sie wissen, kurz vor der Geburt hängt der Kleine mit dem Kopf nach unten in der Gebärmutter und die hängt wiederum im Becken drin. Ja, und die Beckenschaufeln, das ist wie so ein Stereo-Kopfhörer, ja. Und die Stimme der Mutter kommt da in Hi-Fi-Qualität an. Und deswegen kann der Kleine, wenn die Mutter was redet, schon das noch viel besser dekodieren und fängt schon an mit der Informationsverarbeitung der akustischen vor der Geburt. Nach der Geburt, ja, reden dann alle auf ihn ein, ohne nebenbei danach zu denken, jetzt müsste ich dem Kind eigentlich erstmal ein Wortsätze beibringen, bis der die verstanden hat und dann zwei Wortsätze und dann drei Wortsätze. Nein, dazu gibt es auch Wissenschaft. Wir quatschen alle mit unseren Babys, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und trotzdem lernen die sprechen. Ich frage Sie, wie machen die das? Ganz einfach. Die lernen nicht gleich alles, sondern das Gehirn tut ja noch nicht so richtig, das ist ja noch ganz klein. Und erstmal kommt der Schall von außen zu Gebieten, die analysieren den Schall, so wie Sie es heute am Computer auch machen können, nämlich nach Frequenzen. Sie wissen, da gibt es hohe und tiefe. Und wenn ich so A sage, dann ist das eine Mischung aus verschiedenen Frequenzen. Und wenn ich O sage, kann ich die gleiche Tonhöhe haben. Trotzdem sind andere Obertöne beigemischt. Und so klingt das eben einmal nach A und einmal nach O.
Und im Gehirn des Babys gibt es eine Landkarte und auf dieser Landkarte hat man tiefe, mittlere und hohe Frequenzen schön aussortiert. Und da hat man, wenn man eben, wenn das Baby gesprochene Sprache hört, hat es irgendwann wunderbare Muster, also Änderungen von Frequenzen in der Zeit, von ganz bestimmten Frequenzen. Und die nächste Landkarte, ich habe vorhin gesagt, die Gehirnrinde ist wie so ein Tuch, aber es sind kleine Bereiche, die für was Bestimmtes zuständig sind und die sind wiederum mit anderen Bereichen verbunden. Die meisten Bereiche des Gehirns, man kann sogar sagen fast alle, haben nämlich gar keine Verbindung zur Außenwelt, sondern die bekommen ihren Input von anderen Bereichen des Gehirns. Also zum Beispiel das Stückchen Gehirn, was die Frequenzen kartiert, mittlere, tiefe, hohe, das schickt diese wechselnden Muster zum nächsten Stückchen Gehirn und das detektiert jetzt Muster in diesen sich wandelnden Mustern. Und wenn da sozusagen immer wieder das Gleiche vorkommt, nämlich ein A, das ist ja nichts weiter als eine bestimmte Aktivität auf der Frequenzlandkarte von bestimmten Frequenzspitzen. Dann wird die nächste Landkarte merken, Mensch, das kommt immer wieder zusammen vor. Und was immer wieder zusammen vorkommt, wird durch Nervenzellen hier, denken Sie an die Assoziation, miteinander verbunden, sodass irgendwann mal auf der nächsten Ebene klar ist, ah ja, das ist ein A. Und Sie können dann sogar eine Frequenz, die da eigentlich dazugehört, rausnehmen. Das wird immer noch als A erkannt. Warum? Die anderen liefern schon noch die Assoziation, das gehörte eigentlich dazu. Genauso, wenn Sie einen teilweise verdeckten Stuhl sehen, erkennen Sie das Ding immer noch als Stuhl. Obwohl, das kann so verdeckt sein, dass es mit dem Stuhl gar nicht mehr viel zu tun hat. Warum? Weil Sie haben da oben Stuhlneuronen in Ihrem Kopf und diese Stuhlneuronen im Kopf sorgen dafür, dass die Assoziationen, die Sie zum Stuhl haben, auch dass man sich draufsetzen kann, dass man kippeln kann und alles Mögliche, dass die automatisch aktiviert werden, wenn da nur mal ein Stuhlbein und eine Stuhllehne und ein halber Stuhlsitz irgendwo auf Ihrer Netzhaut ist. Der ganze Rest, den haben Sie abgespeichert durch Ihre Erfahrung mit Stühlen und deswegen, naja klar, können Sie auch einen Stuhl sehen, wenn Sie nur die Hälfte davon sehen. Oder ein Drittel oder noch weniger. Oder so ganz im Nebel oder ein halb zerrissenes Bild oder was auch immer. Es klappt trotzdem unglaublich gut. Aufgrund dessen, was Sie schon wissen, aufgrund Ihrer Vorerfahrungen, aufgrund Ihres Weltwissens. Und das ist letztlich alles nichts anderes aufgrund der schon veränderten Synapsen durch den Gebrauch Ihres Gehirns.